Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Asynchromaschine ist unser Thema. Das letzte Mal haben wir über Drehzahlverstellung gesprochen, über einen Zwischenkreisumrichter. Heute wollen wir über eine andere Art von Umrichtern sprechen, nämlich die Direktumrichter. Okay, die brauchen keinen Zwischenkreis, die brauchen keine Gleichspannung dazwischen. Die machen das direkt, eine Frequenz auf die andere. Also, puh, wie geht das? Wie geht das? Nun schauen wir uns das an. Ich habe das da ein bisschen vorbereitet. Da unten haben wir das Drehstromsystem, mit dem der Umrichter gespeist wird. Also es gibt da irgendwo einen Umrichter. Ich zeichne den da als Kastel ein, weil nämlich es ist nicht so leicht, was da drinnen vonstatten geht. Und da sind die drei Anschlüsse L1, L2, L3. Die Spannungen, die da unten eingezeichnet habe, die kommen mit bei uns 50 Hertz, so schaut das aus. Und auf der anderen Seite habe ich meine Asynchromaschine mit den Anschlüssen U, V und W. Und die brauchen da eine gewisse Frequenz auf den Anschlüssen. Und jetzt schauen wir sie nur eine an, die anderen werden entsprechend gebildet. Ja. Stellen wir uns vor, zum Beispiel auf den U-Anschluss will diese Schwingung hier haben und ich muss irgendwie aus diesen Schwingungen da, muss ich diese Schwingung erzeugen. Nun, wie wird das gemacht? Da drinnen ist eine Matrize, eine Schaltmatrize, ja. Und zwar kennen die praktisch jede Phase mit jedem darüber verbinden. Das heißt, die kann man praktisch aussuchen, bei welcher Zeit. Das ist wie so eine Matrix ist das da drinnen aufgebaut, ja. So ein Schalter, da kommt das da rein und kann da durchgeleitet werden und dort hin und da hin und das kann überall praktisch die Phase kann da auftauchen, da auftauchen, ganz vollkommen willkürlich. Ja? Und diese Matrize, deswegen heißt es da ein Matrix-Converter. Matrix-Umrichter. Also wenn man irgendwo Matrix-Umrichter, Matrix-Converter oder so, ne, das ist ein Direktumrichter. Okay? Was kann ich jetzt also machen? Nun, ich kann hier, wenn ich diesen Verlauf will, dann nehme ich einfach die am nächsten liegen. Ja? Also das ist zum Beispiel der da. Ja? Zack. Und da denke ich mir, nachher ist es wohl schon lang drüber. Ja? Jetzt muss ich Zeil drunter. Jetzt schalte ich auf den nächsten. Zack. Und dann so. Ja? So schaut das aus. Ja? Und dann wieder drunter. Und dann packt, umschalten auf den nächsten. Und so weiter, ja. So, dass es halt ungefähr dieser Verlauf ergibt. Also, das ist schön. In diesem Fall ist es nicht wunderschön. Wir haben nämlich eine Einschränkung. Da sehen wir schon. Ich meine, diese Schwingung hier ist, halbert, ja. Ist die halberte, das geht gerade noch. Ja, wenn es kürzer wird, dann geht das gar nicht mehr gescheit. Ja, dann, ich mein, dann habe ich einfach zu wenig Bergerl und Täler, die ich da draufschalten kann auf meine Schwingung. Ja. Das heißt, wenn diese Schwingung, die ich heraus haben will, irgendwie kürzer wird, das heißt, wenn die Drehzahl schneller wird, dann geht das nicht mehr gescheit. Ja, das ist so groß, so eine Grenze, wenn man sagt, okay, es geht gerade noch. Also es ist so bitte, dass bis zu einer Drehzahl von NS-halbe, also 25 Hertz bei uns, funktioniert das Ganze eigentlich ganz gut. Ja? Also können wir auch notieren, funktioniert bis NS halbe ganz gut. Ausreichend. Ja? Sollte man drüber sein über NS halbe, ja? Also eine höhere Frequenz haben wollen, dann geht das nicht mehr gescheit, ja? Weil ich habe einfach zu wenig diese Berge, ja? Darüber schlecht.
Darüber geht es einfach schlecht. Ja. Das heißt, meine Drehzahl, die ich erreichen kann, ist irgendwo zwischen 0 und ns halbe. Okay? Weil, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel, ich mache da, keine Ahnung, wesentlich kleinere Anstiege hier. Ja. Sagen wir, das ist eine, wäre auch eine Sinusschwingung hier praktisch. Ja. Ich zeichne das jetzt nicht ganz durch. Naja, wie mache ich das dann? Na, da will ich auch da rauffahren. Ja. Dann schalte ich irgendwann um. Fahre da rauf. Dann schalte ich irgendwann um. Da rauf. Da sehen wir schon, okay, hallo, es geht aber besser. Ja. Weil es funktioniert einfach schöner, wenn ich da einfach öfter praktisch, wenn ich öfter herumzittern kann um den Wert, den ich eigentlich erreichen will. Ja, das heißt, je höher die Frequenz ist, also je niedriger die Frequenz ist, desto besser funktioniert das eigentlich. Und der Rest, diese das, was wir da schalten, ja, das macht die Motorinduktivität oder irgendwelche Drosseln, nimmt das wieder weg. Das Problem haben wir ja eigentlich beim Zwischenkreisumrichter auch, gell, dass wir da die Spannung einfach draufhacken. Ja, es schaut jetzt nicht hundertprozentig so aus, man kann sich nur vorstellen, man muss, hin und wieder hat man auch Lücken drinnen, das ist, wenn sich die Stromrichtung umkehrt, weil der Strom ist ja an und für sich phasenverschoben, ne, weil das ist ja eine Induktivität da und, also es ist in der Realität ist ein bisschen komplizierter, aber so kann man sich das an und für sich vorstellen, wie ein Direktumrichter wirkt. Und wir erkennen auch, wie gesagt, wann diese Wellen zu kurz werden, also die Drehzahl steigt, die Frequenz steigt, dass das dann halt immer schlechter funktioniert. Und sagen wir mal, bis ns halbe ist das okay. Ja, Direktumrichter. Großer Vorteil ist natürlich, dass wir große Energiedichte haben. Ich brauche nur ein Halbleiterbauelement, ja, was halt das richtig verbindet. Und nicht wie beim Frequenzumrichter, beim Zwischenkreisumrichter, mehrere. Ja, die Energiedichte bei den Baugrößen ist einfach kleiner. Die Energiedichte ist größer. Ja, also für einen Überblick über die Asynchronmaschine würde ich sagen, war's das. Ja, wir wissen jetzt, wie die Asynchronmaschine funktioniert, wie sie aufgebaut ist, wie man Drehzahl ändert, wie man sie anlassen kann, prinzipielles Betriebsverhalten und so weiter. Das haben wir gecheckt. Ja. Natürlich kann man sich in Details vertiefen, aber das ist halt nicht auf der Aufgabe dieser Serienvideos. Jetzt haben wir gesprochen über die Gleichstrommaschine, über die Asynchronmaschine und eine Maschine würde uns noch fehlen, so heißt das die Synchronmaschine. Gibt es eine eigene Serienvideos über die Synchronmaschine? Muss man sie nicht anschauen? Kann man aber. Ich würde es auf alle Fälle empfehlen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.